Hallo Leute, willkommen auf meinem Channel, mein Name ist Sami. In den heutigen Video zeige ich euch meine 5 Favorite Oversize T-Shirts, wo man die besten Oversize T-Shirts bekommen kann und gleichzeitig auch ein paar Outfit-Inspirationen, wie ich diese T-Shirts kombinieren würde. Wer meinen Channel in letzter Zeit ein bisschen verfolgt hat, wird ja selber schon gemerkt haben, dass ich allgemein sehr viel diesen Baggy Oversize Fit selber feiere und gleichzeitig auch habe ich ja auch letzten Sommer schon ein Video über Oversize T-Shirt gemacht und das ist jetzt sowas wie Part 2, da ich auch in der Zwischenzeit mehrere neue geholt habe, die ich euch zeigen wollte. Ich würde sagen, kommen wir direkt zu den T-Shirts. Bevor wir das tun, würde ich euch noch bitten zu abonnieren. Damit wird diesen Channel echt unterstützen. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir direkt zu den ersten T-Shirts. Das erste T-Shirt ist ein Acne Studios T-Shirt, das habe ich mir in Größe L geholt. Das ist auch mein teuerstes T-Shirt und gleichzeitig auch mein teuerstes Kleidungsstück. Ich bin allgemein jemand, der nicht so viel Geld für einzelne Pieces ausgibt, aber ich habe mir letzte Zeit vorgenommen, dass ich mehr qualitative, zeitlose Teile hole. Was ich bei dem T-Shirt auch am meisten feiere, ist einmal der Fit, also diesen Oversize-Fit haben die echt nice hinbekommen. Die Ärmel sind auch fallen auch richtig schön und gleichzeitig sind die auch nicht zu lang oder so. Was ich auch allgemein bei Oversize-T-Shirt wichtig finde, ist einmal der Kragen und dieser dicke Stehkragen finde ich hier, sieht richtig, richtig cool aus. Allgemein finde ich, dass dieser minimalistische Design und der dicke Stoff macht das T-Shirt so zeitlos und man kann es sowohl zu Smart Casual als auch zu Streetwear Outfits kombinieren. Kommen wir jetzt zu dem zweiten T-Shirt und das ist mein All-Time-Favorite. Das ist dieses Weekday-T-Shirt. Das habe ich auch in meinem letzten Oversize-T-Shirt-Video schon gesagt. Ich finde, für 25 Euro bekommt man hier die beste Preis-Leistung. Man bekommt ein T-Shirt mit einer richtig guten Qualität, wo der Oversize-Fit auch richtig gut sitzt und wo dieser Stehkragen, dieser dicke Stehkragen auch echt nice aussieht. Ich finde allgemein, dass man, wenn man auf der Suche nach einem Basic-Oversize-Tee ist, ist es auf jeden Fall ein Must-Have. Yeah, baby. For my phone, not too funny. Too much running, lost the army. Baby, find me when you're lonely. Yeah, yeah. Baby, find me when you're lonely. I've been kicking with my new piece. Shooting with me like she called me. Yeah, baby. My iPhone's full of rumors. She amazed at how you do this. I've been shooting like I'm Cupid. Yeah, yeah, yeah. I've been shooting like I'm Cupid. Yeah, you wanna die for cover now. Grab a vest, you know I'm ruthless. We smoke gas, you know my fuel's lit. We don't care. Kommen wir jetzt zu dem nächsten T-Shirt und das habe ich mir von ASOS geholt in Größe L. Ich finde allgemein, wenn man auf der Suche nach preiswerten Oversize-Tees ist, findet man bei ASOS immer was. Was ich jetzt speziell bei dem feiere, ist einmal diese boxy Oversize-Form, die finde ich sehr nice, die längeren Ärmel und dadurch, dass das T-Shirt so einen leichten Stoff hat, ist es sehr sommerlich. Was ich auch ganz cool finde, ist der Druck, sowohl vorne als auch hinten. Ich finde es sehr dezent gemacht. Ich finde es ein T-Shirt, was man jetzt im Sommer sehr cool zu unterschiedlichen Outfits kombinieren kann. Zu den vierten und vorletzten T-Shirt. Das ist ein Washed Black Oversize Tee. Das habe ich von der Marke aus England geholt für 70 Euro mit Versand. Das habe ich in Größe L geholt. Was ich ganz cool an dem T-Shirt finde, ist einmal dieser Vintage Used Look, was das T-Shirt hat. Auch diese offene Naht an den Ärmeln und unten am T-Shirt. Das hat auch unten am T-Shirt so ein Metallpatch, was ganz cool ist.
Insgesamt haben die diesen Oversize-Fit sehr gut hinbekommen. Die Qualität ist nice. Und was ich auch ganz cool finde, ist einmal der Kragen. Der sitzt richtig gut an dem T-Shirt. Also insgesamt ist das T-Shirt echt sehr, sehr nice. Nichtsdestotrotz werde ich unten in der Beschreibung noch ein paar Alternativen von Colebuxen und Weekday verlinken. Kommen wir jetzt zum letzten T-Shirt, und zwar ist das auch das preiswerteste T-Shirt von allen. Das kostet 14 Euro. Das ist von Collusion, das ist eine Untermarke von ASOS. Was ich bei dem T-Shirt am meisten feiere, ist einmal der Preis, klar. Zweitens die Waschung, das hat so ein verwaschenes Mattgrün, das finde ich sehr, sehr nice. Der Fit ist sehr cool, also sowohl die Ärmel als auch der Kragen, der sitzt richtig gut. Ich finde allgemein bei Oversize-T-Shirt, dass der Kragen immer sitzen muss. Ansonsten würde ich sagen, ist es auch zurzeit mein Favorite T-Shirt. Leute, hier nochmal die wichtigsten 4 Punkte, auf die ich immer achte beim Kauf von Oversize-T-Shirts. Einmal der Fit. Ich finde bei Oversize-Tees, man muss die anprobieren, weil der Fit von einem T-Shirt zum nächsten einfach komplett unterschiedlich sein kann. Zweitens der Kragen. Ich finde, dass der Kragen immer gut oben am Hals sitzen sollte, meiner Meinung nach, und auch am besten so dick ist. Das finde ich sehr nice. Drittens die Ärmel. Also ich finde, dass die Ärmel immer um den Ellenbogen herum sitzen sollten. Also entweder ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer ist voll cool, aber zu lang oder zu tief sieht immer ein bisschen komisch aus. Viertens und letztens ist die Qualität. Ich finde T-Shirts entweder auch dickeren oder dünneren Stoff, je nach was man gerade sucht, ist trotzdem egal. Hauptsache der Stoff ist nice und qualitativ, weil das im Endeffekt länger hält und auch besser aussieht. Das waren jetzt meine 5 Favorite Oversize-T-Shirts. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergisst auf jeden Fall nicht, einen Daumen hoch zu hinterlassen, zu abonnieren. Ihr könnt mir gerne auch auf Instagram folgen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!